Schwestern. Heute machen wir Cake Pops. Ne, die Cake Pops sind schon fertig, aber das ist die Fabrik, die Cake Pops Factory. Ja. Und damit kann man die Cake Pops dann im Prinzip verschönern nachher. Ja. Ne? Und jetzt holen wir die mal aus dem Kühlschrank. Ja, und ich guck, wie hart die sind. Ich. Für die Cake Pops haben wir einfach weiche Butter mit feinem Zucker schaumig geschlagen. Dann ein Ei untergerührt. Mehl und Backpulver dazugegeben. Nach Wunsch 2 Esslöffel Kakao dazu. Dann kommt der Teig in eine Kastenform und auf der mittleren Schiene circa eine Viertelstunde in den Backofen bei 160 Grad. Anschließend lasst ihr den Kuchen ungefähr eine halbe Stunde abkühlen, dann stürzt ihr ihn und lasst ihn vollständig auskühlen. Jetzt noch Frischkäse und Puderzucker verrühren, den Kuchen einbröseln und alles zu einer Masse vermischen. Hier oben habt ihr die Stäbchen, damit pieken wir die Cake Pops auf. Das ist das Wasserbad für die Schokolade. Dann haben wir hier den Cake Pops Former, da kann man die Kugeln draus formen. Wir formen die aber trotzdem vorher schon mal so ein bisschen vor, dass nicht der ganze Schmodder hier drumherum hängt. Dann haben wir die Cake Pops Rutsche. Damit können die hier runterkullern in die Schüssel. Das sind die beiden Öffnungen für den Schokoladenbrunnen. Hier kann man die Stäbchen raufstecken, damit man die Cake Pops nachher in den Kühlschrank stellen kann. Und hier drüben haben wir noch den Spender für die Verzierung. Da haben wir jetzt einfach mal Schokostreusel reingetan, bunte Streusel und rosa, ja, Glitzerstreusel. Und dann waren dabei die zwei Teile hier zum Verzieren. Ihr habt Löffel, also Messlöffel, einen normalen Löffel und dann waren sogar dabei kleine Tüten und Bänder zum Verzieren, falls ihr die Cake Pops hinterher verschenken wollt. Dann natürlich das Buch. Ich muss allerdings sagen, dass die Erklärungen so ein bisschen, ja, bescheiden sind. Also die Seiten ähneln sich immer alle sehr. Es ist im Prinzip immer das Gleiche. Dann ist hier die Rede von einer Spritze, die dabei sein soll. Die ist bei uns leider nicht mit dabei. Dafür haben wir diese beiden Dinger. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte die Spritze ganz gerne gehabt. Zusätzlich noch. Na gut, aber... Wir haben alles. Ja, sonst haben wir alles. Und jetzt versuchen wir mal unser Glück. So, jetzt machen wir Cake-Pops. Genau, wie gesagt, wir haben ja schon welche vorgeformt. Dann nimm dir mal einen. Den hier. Genau, und dann legt man den da rein und drückt zu. Genau, und hoch. Und dann macht man die nach hinten. Nee, lass los. Warte, wir machen einmal den Überschuss hier ab. Oh, geht ja gut los. Warte, der Trick ist ja, dass die von alleine da runterrollen soll, indem man das... Hast du gesehen? So. Das müssen wir jetzt mit allen machen. Die werden dann aufgespießt. Genau, wir nehmen, dafür nehmen wir den hier raus, stellen ihn ein bisschen zur Seite. Dann kannst du den Spiekser und dann so da reinpieken einfach. Okay. Genau, und jetzt steckst du ihn da rein. Hier super. Hinter. Der ist der größte. Genau, und das machen wir jetzt mit den anderen auch. Und nach hinten. Uah. Und dann kann man den Rest, der so, weißt du, das soll ja eine schöne Kugel sein, nicht auf den Boden schmeißen. Genau, den macht man dann ab. Und dann hat man, ja, ich saug gleich. Und dann hat man, hier oben sind die, hat man schöne Kugeln in der richtigen Größe. So, und hier ist nämlich so ein kleines Snupsi. Das heißt, in dem Moment, wo ihr den nach hinten macht, trullert der da runter. Cool. Hier, das kann man so rausnehmen. Das ist so ein kleiner Container. Da
da tun wir jetzt 50 Grad warmes Wasser rein. Das ist ungefähr, wenn ihr euren Wasserhahn aufdreht. Ja. Und das Wasser laufen lasst eine Weile, dann kommt ja irgendwann heißes Wasser und das füllen wir jetzt hier rein. Darauf achten, dass ihr das hier unten zu habt. Guck mal, jetzt ist auf. Jetzt ist zu, damit wenn die Schokolade schmilzt, dass die Schokolade dann nicht da rausläuft gleich. Wir haben jetzt Wasser reingefüllt. Genau, jetzt, ich weiß nicht, ich bin ja gespannt, ob das was wird, ne? So, jetzt hängen wir das hier wieder ein. Gucken noch mal, ob das zu ist. Und jetzt kommt die Schoki da rein. Einmal weiße haben wir. Ich weiß nicht, wie viel. Vielleicht nicht gleich ganz so viel, ne? Das reicht, glaube ich. Das reicht schon, meinst du? Also, das ist weiße Schoko. Das ist schwarze Schoko. Ja, ich bin ja gespannt, ob das sich tatsächlich auflöst. Sagst du Stopp? Ja. Noch ein paar? Ja, das reicht. Okay. So, dann muss man ab und zu mal umrühren. Wollen wir hier mit umrühren? Ja. So, ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert. Oh, es schmilzt tatsächlich schon. So sieht das aktuell aus. Noch ein bisschen warten. Mit welcher Farbe willst du anfangen? Mit Schoko. Okay, dann nimm dir jetzt ein Bällchen. Das ist das Beste geworden. Okay. Halt's drunter und dann aufmachen. Jetzt, warte, ich rühre mal ein bisschen. Kommt was? Ja, das habe ich mir gedacht, dass es mit der schwierigste Part wird. Halt runter! Halt runter! Schnucki! Nicht weggehen! Vielleicht kann man das so ein bisschen... Das wird natürlich eine Riesensauerei. Kommt noch was? Also es ist schon flüssig, aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen schwierig, ne? Ich glaube, schöner wird es. Warte mal, darf ich mal zumachen? Nimm mal den Löffel raus. Leg ihn da einfach unten, da unten ab. Schöner wird das, wenn man einfach so macht. Oh, und jetzt ist er kaputt gegangen. Upsi! Ups. Oh, oh no. Das ist unser wunderbarer Knödel. Oh je, Mini. Unser Schokoknödel. Kann ich ihn essen? So, da ist er. Nee, und jetzt halten wir ihn hier runter. Oh. Und. Los. Kommt was raus? Ja! So, warte. Wenn das bis ganz nach unten dreht, dann kommt immer eine Dosis nach oben. Eine Dosis ja. Nur? Und dann wieder nach unten. Da läuft immer was rein. Ah. So kann man dosieren. So. Also das ist unser erster und ich würde sagen, das hat mich so ganz hingehauen. Wir versuchen noch mal ein. Willst du ihn trotzdem probieren? Ja. Also wir hatten die kurz im Kühlschrank, hattet ihr ja gesehen. Aber dadurch, dass wir natürlich jetzt gewartet haben, bis das hier flüssig war, sind die wahrscheinlich auch wieder zu weich geworden. Also am besten die Bälle, die ihr geformt habt, die hier drüben stehen, so lange noch mal in den Kühlschrank stellen, bis ihr sie wirklich braucht. Hanna scheint es trotzdem zu schmecken. So, wir versuchen jetzt nochmal unser Glück mit der weißen Schokolade. Machen das auf. Und obwohl das flüssig ist, das seht ihr ja,
tut sich das schwer, da unten rauszukommen. Okay, hier kommt jetzt mal gerade gar nichts. Okay. Und es ist auf, weil das ist so, das ist auf. Ne, da kommt nichts. Das ist schon mal schade. Dann machen wir das hier oben. Die Teile dürfen übrigens alle im Geschirrspüler, bis auf das hier, also das große Gestell, weil da eben Aufkleber drauf sind. Aber alle anderen Teile. So. Ich glaube, einfacher ist es ohne das Ding. Aber es ist trotzdem witzig. Ditch, natürlich erstmal wieder dagegen gehauen. So, dann nehmen wir jetzt mal Schoki. Probieren wir nochmal unser Glück. So, ein bisschen schwer zu drehen hier. So, und wie hat Papa gesagt? Rauf und runter. Ich komme mal von der anderen Seite, damit ihr nicht meine Hand immer im Bild habt. Das sind noch Reste bestimmt, die noch da drin waren. Oder die Schokodinger sind zu groß. Noch ein Stück drehen. Ach, Kinders. Das funktioniert ja alles super hier. Offensichtlich müssen die echt klein sein. Das sind ja nun hier solche Würstchen. Kann ich mal ein Würstchen probieren? Ja. Also die Schokonuppis hier. Tja. Also Fazit würde ich sagen, sieht schön aus, schön bunt, aber in der Praxis, was sagst du dazu, Hannah? Nicht so richtig. Funktioniert nicht so gut, ne? Nee, finde ich auch ein bisschen schade. Und jetzt schreiben bestimmt wieder ganz viele Kinder, das hättet ihr so und so machen müssen. Ja, aber wenn die Würstchen zu lang sind, ich zeige euch die mal. Kann ich? Vielleicht sind die einfach zu groß. Kann ich den Löffel? Ja, du kannst den Löffel haben, bitteschön. Geh mal her, ich tue mal ein bisschen was hier drauf jetzt. Ein bisschen für mich. Also. Tja, da kommen immer so zwei, drei kleine raus. Wieder. Tja, so sieht die Geschichte jetzt aus. Nicht so ganz hübsch, würde ich sagen. Also das, den einzigen Fehler, den wir gemacht haben, ist vielleicht, dass wir das, dass wir die Cake Pops nicht nochmal gekühlt haben im Kühlschrank, während hier die Schokolade warm geworden ist. Warte. Boop. Das ist noch das Witzigste, finde ich, oder? Das funktioniert nämlich. Dann macht man den Überschuss ab und dann trullern die hier runter. Finde ich ziemlich cool. Schmecken trotzdem. Das war die Smoby Cake Pops Factory. Ein schweres Wort. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugkästern. Tschüss. Und wer darf das jetzt sauber machen, das Ding? Du! Oh. Das war die Snowboard Factory. Smoby? Smoby? Cake Pops? Cake Pops? Factory. Factory. Das war die Smoby Cake Pops Pops Factory. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch!
Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen. Voll köstlich!